Also ich bin jetzt hier bei Nomura Tea Parlor in Chinatown. Es war mal so eine ehemalige, richtig gefährliche Gegend. Ich glaube, jetzt ist Tourismus und so weniger gefährlich als, keine Ahnung, sicherste Ort der Welt gefühlt. Aber früher sind wohl hier derbe viele Leute einfach abgeknallt worden und ermordet worden in diesen Straßen hier. Diese Straßen waren wohl super, super gefährlich. Und das Restaurant gibt es schon seit über 100 Jahren. Und ich bin jetzt hier und ich habe einen Platz bekommen, es ist derbe voll. Ich bin aber auch alleine, deswegen habe ich hier einen kleinen Mäusplatz bekommen, wie immer. Ich habe mir so 6 Sachen bestellt. Alles so kleine Dimsum, Shrimp Rice Roll, Stuffed Eggplant, let's see. Ich hoffe, der Ton ist gut und Sie können mich hören. Jasmin-Tee ist auf jeden Fall schon total. Wir haben jetzt hier, ich weiß gar nicht mehr, was ich bestellt habe hier. Das ist die, zeige ich das mal am besten so. Das probiere ich mal direkt als erstes. Mmh. Voll geil. Boah. Alles kommt hier in so kleinen Tüten am Tisch. Ein bisschen ein Plastik-Waste, wenn ihr mich fragt, aber da werden die wahrscheinlich auch ihre Gründe für haben. Vielleicht Hygienegründe oder so. Übertrieben slimy. Das sind diese Rice Rolls, Shrimp Rice Rolls. Übertrieben geil. Jetzt schaue ich mal, dass hier, das ist der Scallion Pancake. Nichts Besonderes. Aber geil so nebenbei. What's that? Ooh, the stuffed aubergine. Das habe ich noch nie gegessen. Crazy. Der ist slimy. Drin ist eine Krabbenfleischfüllung. Krabbe Schwein. Schwimm und Schwein. Wow. Voll nice. Weil ich finde, so oft schnell gesagt, das ist am unnötigsten. Schmeckt einfach so langweilig. Die Rice Shrimp Rolls finde ich heftig. Das ist ein klares Highlight. Das ist richtig krass. Und jetzt probieren wir mal den Fried, den Stuffed Aubergine. Mmh. Auch super interessante Konsistenz. Die Aubergine ist butterweich. Mmh. Und gefällt mir. Shrimp. Kurzer Reminder, dass ihr diesem Kanal auf jeden Fall folgen solltet. Wenn ihr Bock habt, dann seht ihr nämlich alle Videos immer exklusiv als erstes. Und kommentiert mal, was habt ihr von diesen Sachen, die ich da gegessen habe, was würdet ihr euch am liebsten reinziehen? Alles ist so super slimy. Sehr geil. Ah, hier ist chinesische Wurst noch drin. Crazy. Jasmin-Tee zum Runterspülen. Und Tap Water zum Abkühlen. Diese Shrimp Pancake. Ich weiß, als ich das erste Mal habe, war ich ein bisschen abgeschreckt von der Konsistenz. Aber ich finde das mittlerweile so geil. Thank you. Oh shit, ich habe noch Shrimp Dumplings bekommen. Ich habe viel zu viel bestellt. Ich habe es verplant zu checken vorher, wie viel ich bestelle. Mm. Das Schlachtfeld. Hier sind noch Dumplings gekommen gerade, Shrimp Dumplings. Die habe ich mir noch nicht reingezogen.
Aber jetzt erstmal hier Jasmin-Tee. Das finde ich richtig nice. Es ist ja ein Teehaus. Da sollte man hier auch Tee bestellen. Und ich liebe Tee. Wer mich kennt, weiß, ich liebe Tee. Und Jasmin-Tee ist eine Wohltat. Tee ist einfach das geilste Getränk, das es gibt. Ist einfach so. Wie schön die aussehen, diese Layers, diese Marmorierung, diese different textures hier. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Ich muss mir jetzt so einen gönnen. Die sind jetzt ein bisschen festgesapscht, weil die sind natürlich super frisch. Ich dippe den ein bisschen in die Soy Sauce. Ich habe so einen richtigen Overload. Ich habe alles mit Shrimp bestellt. Es ist ein bisschen zu viel, aber es ist wirklich nice. Hier seht ihr dann die Rechnung. Ich habe ca. $43 bezahlt, ohne Tipp. Tipp ist ja natürlich immer extra. Was wichtig ist, dass ihr Cash mitbringt, weil Kartenzahlung gar nicht möglich war. Und schaut mal, wie lang die Schlange war, als ich dann draußen gegangen bin. Und weil es so nice war, bin ich irgendwann die nächsten Tage mit ein paar Freunden nochmal dahin gegangen und wir haben uns ein paar andere Sachen bestellt. Chinese Broccoli ist kein Wasserspinat. Das ist richtig. Das ist richtig nice. The oyster sauce is very strong. And the broccoli is perfectly cooked. It's very nice, it's a very nice texture. What is the sauce? It's really bad. We got sauce! 40 smokes. Holy shit. Sehr intensiv für Geruch. Es schmeckt wahrscheinlich super süßlich. Aber geil. Okay Leute, das war's schon mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und einen Kommentar. Und ja, folgt meinem Kanal. Hier ein paar warme Atmer für euch.